Wir sind im Eisstadion am Pferdeturm. Endlich ist es soweit. Wir dürfen uns vorstellen, wir zittern schon die ganze Zeit vor Aufregung, weil wir uns unheimlich freuen, hier die neuen Gesichter bzw. die neuen Stimmen am Pferdeturm zu sein. Ich bin Scholle und das ist der junge Mann, der so viel Coolness ausstrahlt, dass er sich heute bei 30 Grad im Schatten den Winterpulli angezogen hat. So sieht's aus, aber da muss man auch einfach nicht mal auf die Pulli gucken, sondern einfach auch mal aufs Design. Also kauft euch euren Stuff jetzt schon für die neue Saison, die neuen Stimmen. Mike und Scholle, wir wollen euch natürlich auch richtig einheizen, so wie dieser Hoodie mir jetzt richtig einheizt. Freunde, ich freue mich wie Bolle. Endlich bin ich hier im Pferdeturm. Lange, lange Jahre schon. Als kleines Kind, wo mir 1994 gegen Wolfsburg schon der Bierbecher in den Nacken geflogen ist, habe ich mich drauf gefreut. Und jetzt darf ich oben im Turm sitzen und mit Scholle zusammen das Ganze hier moderieren. Vorher war ich beim Fußball, ja, überall so ein bisschen reingeschaut. VfL Hildesheim, 1. FC Köln, Hamburger Sportverein. Und jetzt bin ich hier. Und im Eishockey war ich sogar auch schon mal beim EC Wilhelmshaven. Aber nichts ist schöner als sehen jetzt. Hannover ist Indianerland. Und ich bin Christoph Scholz oder auch Scholle und ich freue mich wahnsinnig drauf, hier eure zweite Stimme mit am Pferdeturm zu sein. Mein erstes Mal hier am Pferdeturm muss so um 2002 gewesen sein. Damals war es ein Spiel gegen die Bayreuth Tigers. Sportmäßig habe ich schon einiges gesehen, habe American Football gemacht und habe Handball gemacht. Und jetzt freue ich mich wahnsinnig darauf, hier mit euch Eishockey in Hannover zu erleben. Kinder, was haben wir uns gefreut, also Mike und ich, als wir die Zusage bekommen haben, dass wir die neuen Stimmen für den Pferdeturm sind. Wir freuen uns drauf, hoffentlich freut ihr euch auch drauf. Und dann hauen wir richtig einen raus hier zur nächsten Saison, denn Hannover ist Indianerland.